Hallo meine Lieben, wir sind gerade auf dem Weg zum Bundesverfassungsgericht, das hier rechts von mir ist. Es geht um eine Verfassungsbeschwerde, es geht um Wahlen. Mein Betreuer hat mich zur Bundestagswahl 2021 zugelassen, also hat mir eine Wählbarkeitsbescheinigung ausstellen lassen und zur OB-Wahl in Stuttgart, als ich noch unter vollumfänglicher Betreuung stand, auch. Nun, neuerdings verweigert er mir dies, obwohl jetzt explizit seit 1.1.2020, nicht 2023, das neue Betreuungsrecht in Kraft getreten ist, wo explizit die Selbstbestimmung der Betreuten, mal davon abgesehen, dass ich nie einer Betreuung bedarf habe, noch verstärkt wurde. Das nennt man das im Prinzip das Wunschbefolgungsprinzip. Also der Betreuer hat die Wünsche des Betroffenen zu beachten, wenn sie nicht das Vermögen gefährden oder sonst was. Ja, ich bin da jetzt hergefahren mit meiner Tochter, sprich mit dem Auto. Und man unterstellt mir ja, ich kann keinen freien Willen bilden. Allein zum Autofahren benötigt es eines freien Willens. In diesem Sinne, wir gehen jetzt rein. Ich gebe das jetzt ab. Da ist wahrscheinlich wieder ein netter Polizist, aber das ist ja immer so. Also, bis gleich. Wir machen gleich noch ein paar Fotos. Bleibt stark, kämpft weiter mit mir für Frieden, Freiheit, Wahrheit, Gleichheit und Gerechtigkeit. Eure Peace Friedrich.